In 9 Euroleague-Saisonen hast du 175 Spiele gespielt. Du hast insgesamt 6 Dreier genommen. Okay. Und wie viele hast du getroffen? Null. Wie fühlt sich das an? Ja, ich fühle mich jetzt alt, wenn du das so sagst. Servus, liebe Fans des FC Bayern Basketball. Wir haben die Zeit während der Bayer Basketball Tour genutzt, um natürlich unsere Spieler wieder vor die Kamera zu holen. Und heute habe ich zu Gast unsere ehemalige Nummer 10, Leon Radosevic. Es gibt News, du hast eine neue Nummer ab der kommenden Saison, nämlich? Ja, aber es ist nicht eine neue Nummer. Ich habe meine ganze Karriere Nummer 43. Meine erste Saison als professioneller Basketballer war 10. Und dann haben die Nummer 10, das Jersey, retired. Das war in Cibona Dražen Petrović Jersey. Und letztes Jahr war 10 Jahre von dieser Geschichte und alles. Deswegen hatte ich wieder zu 10 gewechselt und jetzt bin ich wieder 43 wie immer. Dabei würde die 10 in dieser Saison ganz gut passen. Du gehst nämlich in deine 10. Euroleague-Saison. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, ich fühle mich jetzt alt, wenn du das so sagst. Du wirst auch 2020 zufällig 30 Jahre alt. Ja, das ist auch richtig. Ein Jubiläumsjahr quasi. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich alt bin. Würden wir auch nicht sagen, bist du auch nicht. Ja, bringst natürlich wahnsinnig viel Erfahrung mit und genau deshalb wollen wir mit dir heute auch ein bisschen über die Euroleague-Saison sprechen, die uns erwartet, aber auch ein bisschen die von der vergangenen Saison. Es wird nochmal aufgestockt, die Liga hat 2 Mannschaften mehr. Genau. Hast du eher Vorfreude oder noch größeren Respekt vor der kommenden Saison? Puff, beides. Die Freude ist wegen die Qualifikations für Olympics. Deswegen muss die Liga ein bisschen früher enden. Das ist die Frühe, aber wir haben mehr Spiele in kürzeres Zeit. Das ist die schlechte Seite von die Geschichte. Aber ja. Wie man muss sich gewöhnen und spielen. Ja, genau. Also du hast gerade angesprochen, es werden knapp 80 Spiele werden in der kommenden Saison. Was ist da das Wichtigste? Wie bereitet man sich denn auf so einen Riesenpensum vor? Ich glaube, das Wichtigste ist, gute Chemistrie zu haben. Wenn etwas schief geht mit Niederlagen und so, dann ist die Chemistrie in der Mannschaft ist am wichtigsten zu behalten und dass alle gesund sind. Dann ist es leichter für alle zu trainieren, zu spielen, wenn alle gesund sind. Mhm. Was hast du dir denn für Ziele gesetzt jetzt für die kommende Saison? Persönlich will ich die Playoffs auf Euroleague erreichen, wieder Basketball in BBL, die Liga gewinnen, auch den Cup. Mhm. Und das war's. Ich glaube, mehr kann ich nicht fragen eigentlich. Mhm. Die Euroleague Playoffs als großes Ziel natürlich, weil es ja knapp nicht funktioniert hat in der vergangenen Saison. Wie schätzt du denn die Euroleague insgesamt im Vergleich zur vergangenen Saison ein? Es würde schwerer sein. Wir haben mehrere Spiele. Die Mannschaften, würde ich sagen, sind stärker als letzte Saison. Mhm. Viel mehr NBA-Spieler haben zu den Euroleague gekommen. Also das Ziel für mich vor dem Anfang der Saison, das wurde schwer, die Playoffs zu erreichen, aber das ist unser Ziel. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, in der vergangenen Euroleague-Saison waren es vor allem die Auswärtsspiele, die man leider nicht gewonnen hat oder zu wenig gewonnen hat. Woran hat es vielleicht gelegen aus deiner Sicht und wie kann man es ändern für die Zukunft? Es gibt viele kleine Details. Das ist immer so, wie viele Spiele du hast im Schnitt in einer Woche, zu wem du kommst dann. Ob er 3 oder 4 Spiele vor dich gehabt. Mhm. Und das gibt so viele kleine Details. Ich glaube, das ist nicht ein großer Grund, warum wir diese Spiele verloren haben. Aber ich glaube, für die erste Saison in dieses Format, die Euroleague, für Bayern war das echt, echt gut, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind auch ein paar neue Mannschaften dazugekommen. Was denkst du, wer sind so eure direkten Konkurrenten, gerade wenn es um diese Playoff-Plätze geht?
da sind, ich glaube, die sind alle. Du hast immer diese vier oder fünf Mannschaften: Real Madrid, CSKA, Fenerbahce, Olympiakos. Jetzt ist Barcelona, die haben eine Mega-Mannschaft gemacht. Jetzt hast du auch Chimki, die haben auch eine Mega-Mannschaft gemacht. Also das sind vielleicht die ersten sechs, sieben. Aber die Saison ist lang. Wenn eine Mannschaft hat ein paar verletzte Spieler, alles dreht sich. Und deswegen müssen wir gesund sein und unsere Chance, jemanden zu überraschen, in diese Spiele zu gewinnen. Mhm. Du hast ja schon gesagt, es kommen immer mehr NBA-Spieler, ehemalige, auch nach Europa, unter anderem auch zu uns. Ne? Wir haben auch einen Greg Monroe zum Beispiel bekommen. Sag mal allgemein, was hältst du von den Neuzugängen und was denkst du, inwiefern verändert sich dann auch die Mannschaft in der Euroleague? Ja, ich glaube, die Mannschaft wurde ein bisschen geändert von letzter Saison. Mit Greg haben wir eine andere Geschichte als mit Buck und mir. Er kann unten den Korb echt gut spielen. Und das kann man sehen in den Vorbereitungsspielen und alles. Ich glaube, das gibt uns eine andere Dimension. Und durch diese Dimension können wir nur besser sein. Mhm. Wenn wir jetzt auf dich persönlich gehen, was war denn dein Fazit nach der ersten Bayern-Saison? Also für mich war es okay, dass ich gesund bleibe, so längere Zeit, dass ich keine große Verletzung habe. Für mich war allgemein war es echt gut, die deutsche Meisterschaft zu verteidigen und das Titel. Das war für mich das Wichtigste. Gibt es Dinge, wo du sagst, da möchte ich mich jetzt in der kommenden Saison auf jeden Fall noch verbessern? Oder arbeitest du gezielt an Dingen vielleicht? Nein, eigentlich nicht. Ich war zufrieden mit meiner Rolle und alles, die Mannschaft zu helfen. Und ich habe nicht so große immer so Appetite, dass ich muss das machen und das. Nein, das ist eine längere Saison. Ich habe viele Spieler und ich glaube, wir alle kriegen Zeit zu spielen, zu beweisen, was wir können. Mhm. Vor allem in der Euroleague kommst du ja natürlich auch oft von der Bank dann. Ist das für dich persönlich schwierig, wenn du dann erst reinfinden musst oder hast du dich da auch ganz gut zurechtgefunden? Das habe ich mich zu dieser Position habe ich mich noch gewöhnt, aber nochmal, ich sage, wenn du so viele Spiele hast, ist immer leichter, wenn du in der Starting Five bist. Aber für mich ist kein Problem, auch von der Bank zu kommen. Mhm. Gibt es in deinen bisher neun Euroleague-Saisonen ein Euroleague-Spiel, an das du dich besonders erinnerst vielleicht? Nein, nicht. Nicht wirklich? Nein. Okay. Warum? Ich frage nur. Es gab ja schon einige auch krasse Spiele letzte Saison im Audiodom, wo man in letzter Sekunde gewonnen hat. Aber für dich ist es eher, du bist da sehr im Tunnel immer, gell? Ich bin immer im Tunnel. Weil wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Dann denkst du auch nicht mehr dran? Ja, bis wir diese Runde machen mit Fans. Aha. Ich bin schon in dem nächsten Spiel und für mich ist gleich vorbei, weil die wir nächstes Spiel spielen, die denken nicht, ob wir Fenerbahce geschlagen haben oder ich weiß nicht, Roter Stern oder so. Ja. Deswegen ist es vorbei. Auch wenn wir ein Spiel verlieren. Mhm. Ich mache auch genauso. Mhm. Also 80 Spiele, mehr Euroleague-Spiele, das bedeutet auch mehr Reisen. Wie verbringst du gern mal deine Zeit, wenn ihr unterwegs seid? Wenn wir unterwegs sind, normalerweise machen wir mehr Behandlungen, weil wir alle zusammen da sind. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, unsere Körper zu regenerieren. Deswegen machen wir fast gar nichts. Essen, trainieren und im Bett liegen. Und ja, das ist ganz interessant, weil viele Menschen denken wahrscheinlich, ihr kommt so viel in Europa herum und habt es ja toll, weil ihr so viel seht. Dabei siehst du ja außer Hotel und Halle gar nicht so viel. Ich glaube, in meinen 10 Jahren, ich weiß nicht, ob ich einmal so nach Mittagessen irgendwo in die Stadt gegangen hat, wo vor Kaffee trinken, aber echt. Dafür kennst du die Basketballhallen. Ja, die Basketballhallen, wo die Lockerung, die Wechselraum ist. Das weiß ich alles. Okay, ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Talks. Eine Sache noch. Du hast in neun Euroleague-Saisonen hast du 175 Spiele gespielt. Du hast insgesamt 6 Dreier genommen. Okay. Und wie viele hast du getroffen?
Null. Null. Ja, aber das ändern wir in der Saison, okay? Und das feiern wir dann, wenn du deinen ersten Euroleague-Dreier triffst, okay? Ja, ich hatte vorher Probleme mit meinen Augen, das haben wir gelesen und jetzt ist alles okay. Aha. Jetzt ist wieder scharf gestellt hier. Aha. Ja, das ist ja klar, wenn du so weit weg bist vom Korb, dann musst du schon sehen. Alles klar, Leon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.